Wie ich vorher schon gesagt habe, Philipp kann man also in die Hand geben, was man will. Ja, legt eigentlich alles. Von dem Fahrtwind an den Flächen kommt es zu Temperaturen. Das heißt nicht, dass er die Tragflächen ins Brenner aufhauen. Jetzt auf jeden Fall irgendeine Flüssigkeit in den heißen Abgasstrahl und somit erzeugt er diesen Rauch, in dem er seine Figuren teilweise untermalt. Eigentlich fliegt er ja zur Musik. Das hat er jetzt in dem Fall nicht gemacht. Das ist, glaube ich, auch nicht das Beste. Der Höhepunkt ist ein Mann, der hier oben zu sein. Wahrscheinlich hat er das gemacht. Einen Applaus für unseren jungen Ehemann. Ob er das in 15, 20 Jahren noch macht, ist ein anderes Thema. Wahrscheinlich immer. Der die Querruder an den Höhen und für die Ausschläge braucht, um diese Figuren da hier auch fliegen zu können. Braucht natürlich jede Menge starke Servos, die er da eben hat, auch mit einem gewissen Verschleiß, den er hat. Genau wieder zurückstellen, also da kann man keine Servos einbauen, die dann mal so 30, 40, 50 Euro kosten, sondern da geht schon ins 3-4-fache. Das ist also richtig auch Geld, was da eingesetzt wird. Und in dem Fall dieses extreme Hobby natürlich. Also man muss auch alle Ruder im Einsatz haben auf dieser Zeit. Das ist also alles gesteuert, ihr überlasst also nichts dem Modell, sondern macht das alles. Und wir haben die Knüppel in die Mitte.
Beispiel. Dein Applaus, vielen Dank. So, und jetzt sind auch die Fallschirmspringer schon parat. Wie gesagt, drei Schleppmaschinen, die hier diese, ja, das hören Sie jetzt mal nicht gerne an, aber diese Puppen, sage ich jetzt einmal, auf Höhe.